Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Katakombo TV. Wollen wir doch mal sehen, was die Leute aus der Katakombe heute so machen. So, was ihr hier gerade gesehen habt, nennt sich Sport Stacking oder ist auch Speed Stacking genannt. Dabei geht es darum, mit diesen Bechern hier möglichst schnell verschiedene Muster zu bauen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt. Wir fangen an mit dem Dreierturm. Der Dreierturm besteht aus drei Bechern. Der funktioniert so, wir nehmen den ersten Becher in unsere rechte Hand und den zweiten Becher in unsere linke. Wir setzen den rechten Becher rechts neben den Becher und stellen den anderen darauf. Und genauso bauen wir diesen Turm auch ab. Wir nehmen den oberen Becher in unsere linke Hand und setzen ihn auf den linken und mit der rechten Hand nehmen wir den rechten Becher und setzen ihn oben drauf. Und damit haben wir den ersten Turm schon abgehakt. Das habe ich verstanden. Und wie geht's weiter? Kommen wir zu einem bisschen größeren Turm, nämlich dem Sechserturm. Das ist auch schon ein bisschen komplizierter. Wir nehmen mit unserer rechten Hand drei der Becher, die hier gestapelt sind, in die Hand und zwei Becher in unsere linke. Ihr seht, ein Becher bleibt stehen. Wir fangen damit an, zwei Becher neben den Becher, der schon da steht, zu stellen. Dann setzen wir mit beiden Händen auch Becher oben drauf. Jetzt haben wir nur noch in unserer rechten Hand einen Becher. Den können wir auch noch oben drauf stellen und schon ist unser Sechserturm fertig. Abgebaut wird er so ähnlich. Wir nehmen den Becher hier oben in unsere rechte Hand und lassen ihn einfach hier runtergleiten. Dadurch fallen die Becher ineinander zusammen. Jetzt machen wir das mit der linken Hand hier auch links. Wir nehmen die zwei Becher, die links sind, wieder in unsere linke Hand, die drei Becher in unserer rechten Hand und setzen die hier wieder zusammen. Und schon haben wir wieder unseren Turm abgebaut. Es gibt noch einen Turm, der besteht insgesamt aus 10 Bechern. Hier in unserem Haufen, der in unserem Netz drin ist, sind insgesamt 12 Becher. Das klingt ja interessant. Und wie geht das? Dazu nehmen wir erstmal zwei Becher von unserem Stapel weg. Hier sind 12 Becher, zwei von denen brauchen wir erst später. Den in unserer rechten Hand stellen wir gedreht ab, den linken lassen wir mal so. Wir nehmen in unsere rechte Hand 5 Becher, in unsere linke 4. Und wir fangen damit an, dass wir hier neben unserem bereits stehenden Becher zwei Stück hinstellen. Mit unserer linken Hand setzen wir jetzt einen Becher in die zweite Ebene, und zwar zwischen dem rechten Becher und dem in der Mitte. Mit der rechten Hand stellen wir währenddessen einen weiteren Becher in die erste Ebene, und zwar nach rechts. Dadurch ist der Becher, der jetzt hier schon in der zweiten Ebene steht, in der Mitte. Jetzt haben wir in unserer linken Hand 2 Becher und in unserer rechten Hand 3. Und vielleicht wisst ihr es noch, beim Sechserturm fangen wir genauso an und genauso brauchen wir den jetzt nämlich auch. Wir setzen hier links und rechts wieder Becher hin, noch 2 in der rechten, einen in der linken Hand und hier können wir ihn aufbauen. Das Abbauen von dem Zehnerturm ist nicht ganz so einfach. Dazu nehmen wir jetzt unsere Becher in die Hand und fahren hier mit unserer linken Hand die ganze Seite runter. Das kann am Anfang ein bisschen knifflig sein und euer ganzer Turm fällt zusammen, aber kann nicht aufgeben, ein bisschen Übung, dann geht das. Wenn ihr hier schon dabei seid, auf der linken Seite abzubauen, könnt ihr auch gleich mit der rechten Seite anfangen, das Ganze abzubauen. Dann habt ihr hier verschiedene Türme stehen. Ihr nehmt euch von diesem rechten, halb eingebauten Turm einen Becher herunter, den anderen nehmt ihr komplett. Mit der rechten Hand baut ihr jetzt noch diesen Dreierturm ab, und zwar nach rechts. Dadurch habt ihr hier einen Stapel mit 3 Bechern und ihr habt hier links einen Stapel mit 3 Bechern und die restlichen 5 Becher stellen wir hier in die Mitte. Dadurch haben wir wieder die Ausgangsstellung und damit können wir einen sogenannten Circle bauen. Und wie funktioniert es? Der Circle sieht so aus, dass wir starten mit 3 Bechern links, 6 Bechern in der Mitte und 3 Bechern rechts. Wir bauen also zuerst einen Dreierturm, dann bauen wir einen Sechserturm und wieder einen Dreierturm. Wir bauen das Ganze ab
Und jetzt nehmen wir diese drei Becher rechts, stellen sie zu den Bechern links und bauen hier einen Sechserturm. Für den anderen sechs bauen wir wieder einen Sechserturm. Jetzt bauen wir das Ganze ab und stellen alle zusammen. Jetzt haben wir unsere 12 Becher auf einem Stapel und wir können den Zehnerturm bauen. Einen Becher nehmen, den rechten drehen, den linken einfach abstellen. 5 Becher in die rechte Hand, 4 in die linke und wir fangen an, den Zehnerturm zu bauen. Wir haben wieder unsere Ausgangsstellung für den Sechserturm, jetzt können wir den Sechserturm bauen. Und jetzt müssen wir das Ganze nur noch abbauen, dazu die linke Reihe und die rechte. Wir nehmen einen Becher von dem rechten halb abgebauten Turm und den anderen Turm komplett mit der rechten Hand. Klappen wir hier noch 2 Becher ein, dadurch haben wir einen Dreierturm. Die 5 übrigen kommen hier in die Mitte und wie ihr seht, wir haben wieder einen Dreierturm, einen Sechserturm und einen Dreierturm. Zumindest die Vorbereitung dafür. Die verschiedenen Bilder im Circle haben auch einen Namen. Und zwar benennen die sich immer nach der Größe der Türme. Im Moment hätten wir ein 363-Bild. Zeig doch mal, wie du das machst. Das liegt daran, dass wir einen Dreierturm haben und einen Sechserturm und nochmal einen Dreierturm. Danach kommt im Circle ein 66-Bild, da wir 2 Türme mit je 6 Bechern bauen. Und als letztes kommt noch ein 1-10-1-Bild, da wir ja unsere Becher seitlich abstellen und dann unseren Turm. Und jetzt sind wir wieder in der Ausgangsstellung. Wenn ihr wirklich testen wollt, wie schnell ihr seid, könnt ihr euch hier diese Speed-Timer schnappen. Das sind Stoppuhren, die speziell zum Speed-Stacking gemacht sind. Die funktionieren so, man legt beide Hände darauf und wartet, dass das grüne Licht leuchtet. Und sobald man dann den Kontakt verliert, geht die Stoppuhr los. Und erst wenn beide Hände wieder drauf liegen, stoppt die Stoppuhr. Wichtig dabei, die Stoppuhr mit den Händen stoppen und starten, nicht etwa mit den Handballen oder ähnlichem. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss! So, das war's auch schon wieder. Ich sage Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Katakombo TV.